Eine Grenze ist da, um verschoben zu werden. Herzlich willkommen zum magischen Gedanken für eine inspirierende Woche. Ja, und heute geht es in diesem Gedanken um das Thema Grenzen verschieben. Wo ziehst du für dich die Grenze zwischen möglich und unmöglich? Diese Grenze ziehen wir einzig und allein in unserem Kopf. Denn wie häufig sagten wir schon etwas und es hat sich später als ganz anders herausgestellt. Menschen sagten mit Überzeugung, kein Mensch kann die 100 Meter jemals unter 10 Sekunden laufen. Kein Mensch kann auf den Mond fliegen und wieder unversehrt zurückkommen. Und kein Mensch kann aus einer Höhe von fast 40 Kilometern im freien Fall auf die Erde zurückkehren. 14. Oktober 1968, Jim Hines lief in Mexiko die 100 Meter in 9,95 Sekunden. Am 20. Juli betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit. Und am 14. Oktober 2012 sprang der Österreicher Felix Baumgartner aus fast 39 Kilometern Höhe im freien Fall mit Schallgeschwindigkeit zur Erde und kam mit einem Fallschirm unversehrt auf der Erde unten wieder an. Also wo sind jetzt Grenzen? Ich bin hier in Matrei in Osttirol am Fuße des Großvenedigers. Und ich habe für mich die letzten zwei Tage wieder eine Grenze verschoben. Denn ich habe die letzten zwei Tage eine 24-Stunden-Wanderung mitgemacht. Es ging los Freitag um 18 Uhr bis Samstag um 18 Uhr. Also komplett 24 Stunden auf fast 2800 Metern Höhe. Und es war eine wirklich tolle Erfahrung. Denn ich habe für mich wieder gelernt, was es bedeutet, mental, emotional, aber vor allen Dingen auch körperlich bestimmte Grenzen wieder zu verschieben. Und ich habe mich dadurch auch wieder besser selbst kennengelernt. Wo ziehst du momentan für dich eine Grenze, wo du schon länger nicht mehr drüber hinweggegangen bist? Du jedoch den Wunsch hast, diese Grenze einmal zu verschieben. Diese Grenze ist in deinem Kopf. Und die Grundlage bildet dein Glaube. Dein Glaube manifestiert sich aufgrund deiner Erfahrungen, und daraus werden Überzeugungen, die diese Grenze eventuell jetzt so starr machen. Deswegen frage dich doch mal, was brauchst du, damit du diese Grenze ein Stück weit verschieben kannst? Wichtig, fordere dich dabei, aber überfordere dich nicht. In welchen Lebensbereichen auch immer. Diese Grenze ist momentan nur in deinem Kopf. Denn es gibt sicherlich auch Menschen auf dieser Welt, für die diese Grenze, deine Grenze, keine Grenze ist. Also frage dich nochmal, in welchen deiner Lebensbereiche willst du ein Stück weit eine Grenze verschieben, damit du dich besser kennenlernst, damit du wieder neue Ressourcen von dir kennenlernst, damit du ein Stück weit deine Potenziale wieder, die in dir schlummern, neu entfalten kannst. Frage dich, was braucht es genau, was ist der erste Schritt dazu und wen kann ich eventuell als Unterstützung hier mit dazu nehmen? Mir haben diese zwei Tage wieder gezeigt, dass es immer wieder darum geht, Grenzen auch zu verschieben, persönliche Grenzen zu verschieben. Denn nichts ist so, wie wir es letztendlich für uns in der Realität für möglich halten. Es ist immer ein Stück weit mehr möglich an Ergebnissen, aber auch mehr möglich an dem, was wir emotional und auch entsprechend für uns selbst fühlen und spüren können. Deswegen wünsche ich dir alles Gute beim Verschieben deiner Grenze. Das Kennenlernen eines neuen Bereiches für dich und an dir und natürlich eine erfolgreiche Umsetzung. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten magischen Gedanken wieder dabei bist.